Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren in ein paar Tagen in den Urlaub und deswegen habe ich noch super viel zu erledigen. Heute nehme ich euch aber so ein bisschen mit durch den Tag. Ich versuche es nichtsdestotrotz, auch wenn die To-Do-Liste sehr voll ist, irgendwie in Ruhe zu machen und Punkt für Punkt abzuarbeiten. Und habe auch, als ich mir die Liste gemacht habe, geguckt, okay, was muss wirklich fertig werden? Was ist nur wieder mein eigener Anspruch? Das habe ich dann gleich von vornherein rausgeschnitten. Ich weiß auch nicht, was gerade schon wieder los ist. Ich hatte letzte Woche schon wieder, dass ich so dachte, boah, kriege ich schon wieder Schnupfen? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon wieder krank werde. Das wäre richtig, richtig, richtig dämlich. Gucken wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf so Sachen wie Koffer packen. Ich liebe ja Koffer packen. Und einfach so diese Vorfreude, die jetzt ab heute quasi auf den kommenden Urlaub steigt, weil ab heute halt auch die Vorbereitungen so ein bisschen losgehen. Und das wird sehr, sehr schön. Es war auch gar nicht so einfach, noch einen Zeitpunkt zu finden, wo wir wirklich in Urlaub fahren können. Weil halt einfach so, so viele Termine sind. Also seien es jetzt Arzttermine oder auch Sachen, die mich von der Arbeit her verpflichten, auch einfach da zu sein. Also ich habe immer montags was, wo ich hier vor Ort sein muss, immer Mittwoch was, wo ich hier vor Ort sein muss. Und da war das gar nicht so einfach zu organisieren, aber wir haben es gut hinbekommen und wir freuen uns jetzt auf 5 Tage Urlaub. Ich habe mir hier gerade das Buch genommen, was ich diese Woche in meinem Leseclub mit den Schülern machen werde, daran lesen werde. Das ist richtig geil. Das ist das kleine böse Buch und ist ein bisschen gemacht, also vom Prinzip her wie so ein Escape Room. Also die Kapitel sind nicht in der richtigen Reihenfolge und man muss dann oftmals ein Rätsel lösen, um zu erfahren, auf welcher Seite es weitergeht. Und ich habe tatsächlich, so doof das klingt, ich habe auch schon bei einigen nachdenken müssen. Also die sind nicht so pipikaki einfach. Schon lösbar für, ich sag mal so, ab 9, 10 Jahren definitiv. Aber manchmal, weil man halt so um die Ecke denken muss. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wo ich hier so lande und so. Also das ist richtig, richtig cool. Ich hoffe damit vor allen Dingen die so ein bisschen lesefaul sind oder das Lesen noch nicht so für sich entdeckt haben, weil man halt weiterlesen will, weil man halt wissen will, okay, was ist das nächste Rätsel, wo komme ich hin, was ist das Geheimnis des Buches. Das kitzelt so ein bisschen und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Kinder das finden werden. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Ich finde das wirklich sehr, sehr geil. So, ich habe jetzt schon einiges gearbeitet. Leider funktioniert mein PC gerade nicht so, wie ich das möchte. Der wird zum Glück hoffentlich repariert, wenn wir im Urlaub sind. Ich fahre jetzt los. Ich muss zur Post und was einkaufen und dann habe ich einen Arzttermin. Und wenn ich von da wiederkomme, werde ich was Leckeres essen und dann mache ich was ganz, 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 ganz Tolles. Ich weiß, beim Essen redet man nicht, aber ich bin voll spät dran. Ich hatte halt eigentlich um 10 meinen Arzttermin. Es ist mittlerweile schon so, dass ich vorher anrufe. Kann ich schon kommen oder ist das Wartezimmer noch voll? Meistens reicht es dann, wenn ich so eine Stunde oder anderthalb Stunden später komme. Wie auch heute. Ich bin dann also 11:30 dahin gefahren. Und habe dann nochmal über eine Stunde gewartet, um dann kurz nach 1 da raus zu sein. Jetzt muss ich noch schnell was essen, weil dann geht es gleich zum fast schönsten Programmpunkt des Tages. Also ich bin schon wieder eine ganze Weile da. Ich wollte auch eigentlich die Kamera anmachen, wo ich dort war. Und irgendwie war ich aber so im Moment, dass ich es halt einfach nicht gemacht habe. Jedenfalls war ich vorhin im Tierheim und werde in 2 Wochen, also nach unserem Urlaub, Ginny dort abholen. Und ihr dürft jetzt gerne mal in den Kommentaren raten, was Ginny für ein Tier ist. ich bin so, so glücklich. Ich freue mich gerade so sehr. Also ich spiele schon länger mit dem Gedanken und in den letzten 2 Wochen hat er sich dann verfestigt, dass ich das wirklich machen möchte. Und ja, sie entspricht zur Hälfte, Sveas Wünschen, zur Hälfte.
Genau, ja, ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Die Kinder wissen noch nicht, sie wissen auch nicht, wann ich sie hole. Sie wissen nur, dass sie zu uns kommt, aber sie wissen nicht, wann ich sie hole und auch nicht, dass die Hälfte ihrer Wünsche in Erfüllung geht, was ja, anbelangt, wie sie denn sein soll. Genau, und es ist jetzt 16:30, bin den ganzen Tag heute nur hin und her gerannt. Und werde mich jetzt mit den Kindern eine halbe Stunde hinsetzen. Ich mache mir gerade einen Tee. Ich habe Brownies für uns. Und danach muss ich noch ein bisschen was am Computer arbeiten. Und dann gibt es ja auch schon wieder Abendessen. Wir haben schon Tasche 1 von 2 für die Kinder gepackt für den Urlaub. Vince wollte das vorhin gleich unbedingt machen. Ja, mit Svea werde ich das. Vielleicht mache ich es auch für Svea selber. Muss ich mal gucken. Also ich habe das schon mit den Kindern zusammen gemacht. Aber hauptsächlich haben sie es eigentlich, hat er es wirklich tatsächlich selber gemacht. Das war mir wichtig. Und mit Svea mache ich das dann entweder nachher oder die Tage nochmal. Genau, aber jetzt gibt es erstmal Tee und Brownies. Hier laden übrigens schon unsere transportablen DVD-Player für den Urlaub. Ja, also die sind ganz, ganz wichtig. Die kann ich auch sehr empfehlen. Die haben wir jetzt seit 2017. Nee, seit 2018. Genau, seit 2018 haben wir die jetzt. Und mit denen bin ich wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Die waren auch nicht so teuer. Ich gucke mal, ob ich die bei Amazon noch finde. Dann verlinke ich euch die einfach unten mal. Ach, und weil heute Montag ist, fiel mir das gerade noch ein. Immer montags gibt es auf Instagram, über Instagram TV, eine Kurzmeditation von mir. Die habe ich nämlich heute früh hochgeladen. Also, falls ihr neue Meditationen möchtet, guckt euch die sehr gerne mal an. So, die Kinder sind, die sind nicht bei Oma, aber Oma ist bei den Kindern. Und ich arbeite jetzt noch eine reichliche Stunde, denn mein Offline-Meditationskurs hat wieder gestartet. Und ich bereite jetzt alles vor und warte auf die Frauen. Und dann haben wir eine ganz, ganz wundervolle Stunde gemeinsam am Montagabend. Oh Gott. Es ist alles ganz dunkel. Ich muss das Licht von der Kamera anmachen. Ich bin jetzt wieder nach Hause gekommen und werde jetzt nach oben gehen und noch was in meinem ganz, ganz wundervollen Buch lesen, was ich gerade habe. Und es war wieder so, so schön. Also es gibt mir selber ganz viel Energie und Kraft und entspannt mich auch selber, die Meditation zu leiten. Und wenn dann die anderen Frauen so dankbar sind und auch entspannt, und das sieht man ja auch in den Gesichtern, das liebe ich einfach. Und deswegen macht mir das so unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Und wir, oh, das ist echt, das Licht ist nicht gerade vorteilhaft. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tür auf. Tschüss.